Verkehrskontrolle an der A1 zwischen Bremen und Hamburg. Daniel Rathjen und Fabian Hornhardt von der Verfügungseinheit Rothenburg kontrollieren Transporter auf Überladung. Oha, da ist die Anhängerlast überschritten. Gerade ist ein VW-Transporter an uns vorbeigefahren, der einen Anhänger hinten dran hat und auch dasselbe Fahrzeug noch mal hinten drauf quasi. Und im Regelfall ist es so, wenn vorne zieht, was hinten drauf ist oder etwas Schwereres oder ein schwereres Fahrzeug hinten drauf ist, dann ist es überladen bzw. die zulässige Anhängelast überschritten. Das wollen wir bei dem jetzt einmal gucken. Eine Verkehrskontrolle. Wir wollen einmal gucken, ob Ihre Anhängelast nicht überschritten ist. Deshalb hätte ich ganz gern einmal alle drei Fahrzeugscheine und Ihren Führerschein. Haben Sie das dabei? Genau. Haben Sie ihn heute gekauft, oder? Eben gerade, ja. Ja. Ein 2-Tonnen-Anhänger. Müsste eigentlich reichen. Mhm. Anhänger? Genau. Hier ist das Typenschild, die Plakette, und ich gucke, wie viel der wohl wiegen darf. 1980 Kilo. Der Anhänger wiegt wahrscheinlich so um 250 Kilo und das Auto wiegt 1,9 Tonnen. Ich glaube, da hat der Kollege recht. Genau, und hier ist quasi die zulässige Anhängelast. Das ist unter O1 in Ihrem Fahrzeugschein zu finden. Können Sie gerne mal gucken. Das ist quasi mit einem gebremsten Anhänger dürfen Sie 1700 Kilo ziehen. Mhm. Ja? Wollen wir mal von der Straße runter? Können wir. Dankeschön. Gut. Dann gehen wir einmal hier hinter das Fahrzeug, bitte. 1700 nur? Was von 1900 sogar? Also, Ihr Fahrzeug, mit dem Sie das quasi gerade ziehen. Mhm. Ja, wie ich schon sagte, bei U1, da finden Sie die zulässige Anhängelast. Das ist hier mit einem gebremsten Anhänger. Okay. Dann Ihr Anhänger, der hat ein Leergewicht von 380. Genau, 390, also genau. Knapp 400. Und dann das Fahrzeug, was Sie heute gekauft haben und quasi verbringen wollen, hat ein Leergewicht von 1700. Ja, dann haben wir 200. Das wären 400 Kilo zu viel knapp, ne? Ja. Sie wollen jetzt wahrscheinlich auch in den Landkreis Winsen-Lur, wo Sie herkommen, oder? Ja. Okay. Also nicht nach Winsen, nach Tostedt. Ja. Fahren Sie über die Autobahn, oder wie wollen Sie fahren? Wollte ich, ja. Ja, gut. Unweit von hier ist eine Biogasanlage, da ist eine Waage, da würden wir Sie ganz gerne einmal rauf begleiten und einmal eine Wiegung durchführen, um zu gucken, wie viel das ist, ne? Machen wir. Gut, fahren Sie uns einmal daher, bitte. Also rein rechnerisch ist das 395 Kilo zu viel, die er hinten dran gehangen hat. Wir müssen gleich mal gucken, wie viel Prozent das der Überladung entspricht. Und das wäre dann eine Verkehrsordnungswidrigkeit. Wenn es zu viel ist, sprich mehr als 20%, dann muss er den Bulli, den er gekauft hat, hier stehen lassen. Dann kann er so nicht weiterfahren. Und sonst, ja, müssen wir noch mal gucken. Ja, leider ist es so, dass die Leute meistens nur nach den Leergewichten gucken. Und vom Leergewicht muss ich selbst mal eben hier schauen, da wäre es noch gerade so im Rahmen. Da wären es dann 100 bis 200 Kilo zu viel. Aber ja, 400 Kilo ist dann doch schon eine Hausnummer. Wir müssen dann einmal abkoppeln und das Zugfahrzeug noch mal runterfahren, bitte.
Bremse ist angezogen. Ich würde ja nicht weglaufen. Ja. Ja, die werden abgezogen. 2,3 Tonnen. 4,5 darf das Ganze gespannt sein, ne? Insgesamt. Genau. Und 150 habe ich noch Stützlast. Gibt alles Abzüge in der Biene. In der Kühe. Ja, dann nicht nur 100 Kilo. Uns geht es jetzt quasi um Ihre zulässige Anhängelast. Wie gesagt, 1700, das ist das, was im Fahrzeugschein steht. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Sie hatten 2300 Kilo auf der Waage. 20 Kilo sind Toleranz. Von der Waage. Von der Waage. Genau. Nichtsdestotrotz sind wir dann bei 2280 Kilo. Das entspricht 34,12% Überladung. Und die Stützlast? Ja. 150 Kilo. Die Stützlast, die zählt in diesem Fall nicht dazu, weil es geht hier quasi nur um Ihre Anhängelast. Das, was Sie quasi hinten an Ihr Fahrzeug anhängen. Ja, Sie können so leider nicht weiterfahren. Und das stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Sie sind da Betroffener. Sie brauchen sich gegenüber der Polizei nicht äußern, wenn Sie das nicht möchten. Können jederzeit einen Anwalt zu Rate ziehen. Oh, ja, auch nicht. Und zur Entlassung können Sie Beweiserhebung beantragen. Das bedeutet, Beweise, die Sie vorbringen, dass Sie es nicht gemacht haben. Ja. Sie bekommen dann noch einmal Post vom Landkreis, hier vom Landkreis Rothenburg zu. Da können Sie sich noch mal zu äußern und dann werden Sie da ein Bußgeld bezahlen müssen. Ja, und Sie müssen sich einmal Gedanken machen, wie Sie das Fahrzeug jetzt weiter verbringen wollen, weil so geht es leider nicht. Also Sie brauchen letztendlich ein anderes Zuchtfahrzeug. Ja, ist mir schon klar. Auch hier so stehen lassen? Vielleicht können Sie mal mit einem Landwirt reden, der müsste hier irgendwo rumlaufen, dass Sie das Fahrzeug hier für, ich sag mal, heute noch stehen lassen. Ja, morgen dann abholen. Ja. Da dürfte nichts dagegen sprechen. Hm. Ja, okay. Ja, ich muss mir das einmal aufschreiben. Ihre Adresse, ist das die gleiche, die im Fahrzeugschein vermerkt ist? Gut. Also das, was hinten dran hängt, ist im Grunde genommen zu schwer für das Zuchtfahrzeug. Also 300 Kilo, ne? Na, noch nicht mal. 280, wenn man die Stützlast noch abzieht. 580 Kilo ist so viel. Ja, 580. Ich mache das, sage ich mal, schon seit 40 Jahren, dass ich Autos so transportiere. Ne? Ich hatte nur nicht gedacht, dass der 1700 Kilo wiegt. Normalerweise wiegt so ein T4 1250 bis 1300. Ich kann ja auch rechnen, bin ja nicht doof. Ne? Also nur ne, so wäre ich dann auch nicht losgefahren, weil ich weiß, was mein Hänger wiegt. Der wiegt 380, kann ich dann selbst zusammenrechnen. Ne? Ja, dann lasse ich ihn hier stehen und komme morgen nochmal. Muss ich mir ein anderes Auto besorgen. Oder ein Kollege, der mit dem Tieflader kommt, im richtigen ne, Abschleppwagen. Früher hatte ich das auch alles, aber das lohnt sich heutzutage alles nicht mehr, weil das ist. Aber immerhin habe ich 4 Gurte, da hat er gar nichts zu gesagt. Ne? Was schön 4 Gurte an jedem Rad 1, ist auch gut. Das ist tatsächlich gut, ja. Ja. Das hätte eigentlich Pluspunkte in der B-Note geben müssen, aber. Die Pluspunkte kommen plötzlich von woanders her. Polizist Fabian Hornhardt ist wegen der Stützlast stutzig geworden und hat noch mal gerechnet. Können Sie noch mal eben bitte herkommen? Das, was Sie noch meinten mit der Stützlast, was da bei Ihnen erhöht wurde, in Ihrem Fahrzeugschein. Jetzt ist es mir auch gerade hier ins Auge gesprungen. O1, also bis 2000 zulässig, bei Geschwindigkeit des Zuges oder Gesamtgewicht des Zuges von 4,5 Tonnen. Da waren wir ja noch nicht. Dann sind es doch nur 14%, die Sie da überladen sind. Das heißt, Sie können dann so weiterfahren. Kleines Verwarngeld hat es dann trotzdem zur Folge. Ich habe gerade schon gesagt, also ich mache das schon ja Ewigkeiten, fast 40 Jahre. Ne? Und ich weiß ja, mein Hänger wiegt 380. Wir haben bei uns im Dorf auch eine Waage, da fahre ich dann auch immer mal drüber, um mal so zu gucken. Weil manchmal hat man auch, ich sag mal, einen Passat hinten drauf, der wiegt dann auf einmal 1,6 Tonnen. Das ist komisch, schwere und nicht so schwere. Ne? Naja, dann können Sie zumindest weiterfahren. Sie können auch Bundesstraße fahren, das ist nicht so schlimm. Sie, genau, fahren können Sie eigentlich, wo Sie lang möchten. Maximal 80 km/h halt und hat 30 Euro Verwarngeld zufolge. Möchten Sie das hier vor Ort bezahlen? Ja, klar. Super. Genau, ja, das war da, was, wo mich der Herr darauf hingewiesen hat.
Es ist in seinem Fahrzeugschein ersichtlich. Wenn der gesamte Zug nur maximal 4,5 Tonnen wiegt, dann ist es so, dass er 2 Tonnen hinten anhängen darf. Und ja, in diesem Fall gehen wir dann natürlich von 2 Tonnen aus, die er haben darf. Also ist er damit nur 280 Kilo drüber, sprich 14%. Er muss jetzt einfach Warngeld bezahlen von 30 Euro. Das macht er hier vor Ort. Und dann ist die Sache damit erledigt und er kann doch noch weiterfahren. Ich nehme, was sie mir geben. Plastikgeld ist immer das schönste Geld. Ich habe Ihnen das hinten drauf geschrieben, O1-Wert um 280 Kilo überschritten. Genau. Und dann kommen Sie doch noch gut weiter, ja? Sehr gut. Viel Spaß noch. Ja. Danke. Trotzdem schönen Tag noch. Alles gut. Tschüss. Ciao.